Branham? Ich habe Saul gefunden, glaube ich. Im Keller. Wie geht's ihm? Schwer zu sagen. Zu dunkel. Okay, geh runter und hol ihn. Vielleicht kommen wir ja noch rechtzeitig. Wer ist denn das? Rafe Ghoul. Okay. Wer bist du? Rafe Jäger? Da hinten? Wo sind wir bei Seoul? Oder Seoul? Dann machen wir das eben so. Einmal Datei, aktueller Bedarf. Okay. So, zeig dich mal. Klingt doch schon mal gar nicht so verkehrt. Und dich, mein Freund. Werfen wir kurz rein. So. Kiste für Beseitigung. So Saul. Oh. Ah, seltsam. Gut, der ist jetzt beschäftigt. Schauen wir mal. Hier geht's über die Brücke. Da muss ich noch gar nicht hin. Ich muss noch unten in den Keller. Dafür steht mir der da im Weg. So, der ist getaggt. Ja, Rajesh Kutrapali. Da ist noch einer. Das will ich haben. Mit. Bitte schön. Machen wir den jetzt auch mal tot? Jetzt hier ist auch. Sehr schön. Wir schaffen das.
Wir kommen jetzt Delphi durch. So, Frage ist, was habe ich jetzt gerade gesehen? Das sind zwei. Wenn ich den jetzt explodieren lasse, das bringt nichts. Dann ping ich den mal. Und den ping ich auch mal. Okay, dann sehe ich die zumindest. Müssen wir warten, bis die auseinander sind. Nutzt ja nichts. Und wie geht es euch sonst so? Ja, sehr schön. Der geht, der geht, der geht, der geht, der geht, der geht. Ich denke jetzt darum. Ja, komm mit, komm mit. Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. So. Und du? Stirbst jetzt auch. So. Oh, Panam. Hier liegt ein Mädchen. Tot. Ausgeweidet. Hm. Und ich glaube nicht nur wegen ihres Chroms. Verfickte Raffin! Seelenlose Pisser! Für diese Wichser gibt's keine Grenzen! Tja. Arschlöcher gibt's immer wieder. Aschenbecher. Die nehmen. Die reißen sich alles unter den Nagel. Richtige Penner. Dafür gehen die sogar über Leichen. Um an den Besitz anderer Leute zu kommen. Verstehe nicht, wie Leute sowas machen können. Töten Leute nur, um sich an deren Sachen zu bereichern. Es ist krank, es ist falsch, es gehört sich nicht. Ja, ist aber auch gut, dass ich die eliminiere. So. Was haben wir denn hier Schönes? Dateien. Aktueller Bedarf. Aufklärungsbericht wegen Breaker, Porno, Seed. Alles klar. Sehr schön. Okay. Ich glaube, ich habe ihn. Ist er tot? Ich glaube nicht. Gut. Schnapp ihn dir und verschwinde. Bevor ich dich rette, ne? Ich muss einmal ganz, ganz kurz. Bisschen looten. Saul? Habt ihr meine scheiß Zigarre dabei? Ja. Ruhig, Saul. Ich bin mit Panam hier. Panam? Ja. Aber sie ist fort. Nicht auf ewig. Wir holen dich raus. Du. Ich kenne dich. Die Söldnerin. Du bist ziemlich hinüber. Bisschen Stärkung gefällig? Und? Wie geht's ihm? Zeit, meine Tanzschuhe anzuziehen. Wird's überleben. Und jetzt verschwindet von dort. Auf dem Weg nach draußen. Ich werf den Motor an. Bin gleich bei euch.
Okay. Bis an den Wachposten vorbei. Aha. Und wenn wir zu zweit genauso... Genau. Vom Keller sollte ein Ausgang nach draußen führen. Okay. Na, komm ich da nicht durch. Müssen wir uns halt auf denselben Weg begeben, wie ich auch reingekommen bin, weil da dürften eigentlich keine Leute mehr sein, oder nicht? Oh, was ist das denn? Aschenbecher. Ich habe ja alle Leute irgendwie getötet. Heißt, wir können ja rein theoretisch. Ein Schema. Ja. Steck hinten in die Waage hin. Pingen wir die mal kurz. Komm ich hier wieder raus? Ich komme wahrscheinlich nicht auf denselben Weg wieder raus, wie ich reingekommen bin. Liebesfeindlich, ja. Warum parkt sie da ganz hinten? So, dann mal los. Das ging fix und einfach. Der Sturm wirbelt ordentlich was auf. Gut. Das verwischt unsere Spuren. Wir haben sowieso gute Gründe, nicht gleich ins Lager zurückzukehren. Wir müssen nicht auf Nummer sicher gehen. Kostet nur Zeit. Lieber später und lebendig als tot. Das stimmt. Das ist ja eine ziemlich ruhige Fahrt. Wir machen einfach mal den hier. Scheint ja nichts Interessantes zu passieren. Oh, ey, meine Nase. Der Computer. Das Spiel. Siehst du die Häuser dort? Da drin sitzen wir es aus. Ich kenne diesen Ort. Sollte sicher sein. Zumindest fürs Erste. Okay. Ich steige aus den Wellen. Rein! Schnell! Ich muss mal durchatmen. Okay. Rechtzeitig zum Abendessen. Kein Hunger. Hab schon eine Tonne Sand gefressen. Oh.
Was haben wir denn hier? Sieht aus, als bleiben wir heute Nacht hier. Ein bisschen Strom wäre gut. Hilfst du mir suchen, wie? Ich fange hier drin an. Also, Klo ist schon mal kein Strom. Oh. Nützliches Zeug. Die Ingolds mussten schnell fliehen. Das Angebot von Biotechnica war gut. Ja, bestimmt. Verkauft euer Land, oder? Das weißt du nicht. Wir waren nie Bulldozer oder Bagger. Die wollten sie einfach hier weg haben. Lässt du dich mit dem Konzern einfach verbinden? Da ist der Strom. Sehr schön. Habe ich doch gern gemacht. So. Sprich mit Pennen. Verdammt. Es wird kalt. Ich hab versucht, die Heizung anzuwerfen. Ging aber nicht. Entschuldigung. Kannst du mal checken? Vielleicht schaffst du es ja. Weißt du was? Guck mal nach der Sicherung draußen. Vielleicht wackelt die. Wenn ja, drück sie einfach wieder rein. Dann schmeiß ich das Ding hier an. Okay, gib mir eine Sekunde. Danke. Wenn Saul erfriert, hätten wir uns all das auch sparen können. So, Tun ist jetzt wieder da. Ich wollte das Geschnaufe dann nicht an. Jetzt weiß ich auch, warum die bestimmt so heiß. So, Madame. Siehst du, was ich sehe? Mindestens haltbar bis vom letzten Krieg, aber hoffentlich noch kein Gift. Ist wohl unser Glückstag. Glückstag? Interessante Wortwahl. Kommt gleich wieder ein Vortrag? Dich ruhig hin. Es wird Stunden dauern. Okay. Nein, kein Vortrag. Aber wir sollten reden. Der ganze Scheiß mit den Wraiths hätte nicht passieren dürfen. Die wollten alles. Lagerstandort, Routen, Verladepunkte. Wüssten die, in welchem Zustand wir uns befinden? Ein, zwei Überfälle. Und das wär's für uns. Okay. Und komm, nicht jetzt. Ihr seid beide müde. Vielleicht hast du recht. Wir können die Ruffen nicht allein bezwingen. Also willst du uns an Biotechnica verscherbeln? Sag ihm, dass das eine Scheißidee ist! Ich sehe das wie Panam. Klingt nach einer richtigen Scheißidee. Danke. Was weißt du schon über all das? Über Freiheit? Weißt du, was ich an Nomaden immer mochte? Euren Hunger nach der Freiheit. In Night City gibt's die nicht. Konzerne haben überall ihre dreckigen Finger drin. Und ich glaube nicht, dass du ihnen euren größten Schatz einfach schenken willst. Danke, Vi. Besser hätte ich's nicht sagen können. Tja. Klar gab's hier unter Streit. Sicher, wie in jeder Familie. Sollten wir nicht wieder ausgraben? Finde ich auch. Wenn du wieder zurückkommen willst, würden wir dich mit offenen Armen empfangen. Aber manche Dinge müssen sich auch ändern.
Das heißt kein Vordringen mehr. Geht das wieder los? Weißt du was, Kleine? Später können wir uns immer noch gegenseitig an die Gurgel gehen. Das stimmt. Das hoffe ich doch. Sehr freundlich, die Dame. Aber jetzt würde ich mich echt gern ausruhen. Wer ist denn eigentlich da? Soll ich helfen? Halt's Maul. Wisst ihr, wie man so einen Sturm in Nordafrika nennt? Würde ich gerne wissen. Herr Bub. Herr Bub. Ich liebe dieses Wort. Herr Bub.